Hallo zu einer Session für den Weg zur Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit mit dir selber, mit mir, mit allen, die dich umgeben, mit allem. Ich glaube fast, das ist das Wichtigste. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil das, was wir hier auf der Wiese machen, ich mache auch Yoga. Yoga, ich gucke mir sogar Physiotherapeuten an auf YouTube und nehme da Sachen auf oder finde eben die Verbindung. Halt Brust öffnen und sowas, dass das alles durchaus physiotherapeutische Geschichten sind. Wie auch immer. Heute Anfangssequenz, wie immer. Es ist wie gesagt nicht wie immer. Also die ist aus dieser ganzen Bewertungsgeschichte rauskommen, ist auch das Wichtigste. Deswegen freundlich, aufmerksam und gelassen. Also Freundlichkeit kultivieren, Aufmerksamkeit kultivieren, Gelassenheit kultivieren. Also das ist nicht fertig und die Formen auch nicht. Also man kann ungefähr grob wissen, wie das so geht. Aber worum es geht, ist halt immer wieder zurück mit der Aufmerksamkeit auf die Körperempfindung und auf die Geistkonstrukte und halt wie das so alles zusammenhängt. Deswegen gehört Meditation dazu, im Sitzen ist es Yoga, Atemübungen gehören dazu und eigentlich gehört da auch so ein bisschen philosophisch Weltdeutungsgespräch dazu, weil es gibt wirklich ziemlich große Diskrepanzen zwischen dem, was wir normal leben und dem, was Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit quasi postulieren, also wo man dann hinkommen kann. Viele grundsätzliche Erkenntnisse, aber da gibt es dann halt eben vom Satguru bis zum Eckhart Tolle und so gibt es viele Sachen. Und die Standard-Meditationsgeschichten, die auch von der Krankenkasse bezahlt werden, ich kann euch das nur empfehlen. Und die Philosophie kommt langsam in die Richtung. In der Wissenschaft gibt es Bestrebungen und in der Sportwissenschaft sowieso. Also das ist nicht getrennt. Und kultivieren ist eben auch nicht einfach nur so, ich kann die Form fertig. Umdeutung. Also es geht um Schütteln auf der Stelle, Achterbrokat aus den allerneuesten Peking-Varianten da von dem Professor. Wir machen das als Nummer 1. Qi wecken, wichtigste Geschichte überhaupt, aber mit dem ganzen Körper. Mit dem ganzen Körper, Bodywave geht da durch und das Stehen wie ein Baum, also Bewegen wie ein Baum eigentlich, ist auch mit der Bewegung. Man sieht es nicht von außen großartig. Wenn man einen Zeitraffer nimmt, dann sieht man schon Bewegung. Es ist nichts mit Aushalten. Es ist immer weiter finden und beim Einatmen gestreckt sein lassen, beim Ausatmen entspannen nach unten. Bodyscan die ganze Zeit, Geistscan die ganze Zeit und immer weiter entspannen und freundlicher werden und aufmerksam bleiben oder werden. Fangen wir an. Einmal Anfangssequenz, relativ kurz. Also man kann die wirklich eine halbe Stunde lang machen und dann tut sie auch sehr gut. Aber für den Stream, ich hoffe, ich bin nicht ganz so finster wie beim letzten Mal. Ich weiß ungefähr, was es ist. Also ich muss es entweder per Hand einstellen, dann darf sich das Wetter nicht ändern. Das kann man dem Wetter nicht verbieten, dass sich die Helligkeit verändert. Oder ich muss mir eine neue Kamera kaufen und da warte ich, bis eine rauskommt, die auch das Geld wenigstens annähernd wert ist. Also ich kann ja nicht 4000 Euro für einen Kamerabody ausgeben. Ich glaube, sämtlicher Hardware-Kram, der da versteckt ist, der ist weniger, hat weniger gekostet. Obwohl das mir auch schon viel zu viel ist.
aber nicht für euch. Also ihr, die wenigen oder die, die mitmachen, ich bin froh darüber, dass ihr das so annehmt. Also dass es wenigstens ein paar Menschen auf der Welt gibt, die das irgendwie verarbeiten in ihr eigenes Weiterlernen. Okay, das war schon mein Schütteln auf der Stelle. Chi wecken. Also jetzt habe ich meine Fußsohlen besonders gefühlt. Schon wieder. Ich weiß, mit meiner rechten Schulter ist irgendwas, nichts Schlimmes, sind alles so subtile Sachen. Also geht hier nicht um Sachen, die eigentlich zum Arzt oder Physiotherapeuten gehören. Es ist subtiler. Einatmen zum Himmel, ausatmen, entspannt zur Erde. Die Schultern lösen. Also Anspannung entspannen. Sich lösen lassen. Weil anspannen können wir alle. Also die meisten. Aber entspannen geht leider nicht so direkt. Bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch das Baumstehen mache. Also ich habe gemerkt, ich brauche jetzt ein bisschen mehr auf und ab. In den Knien, im ganzen Körper. Jetzt habe ich mehr Aufmerksamkeit darauf gegeben, die Handgelenke steigen zu lassen durch Pressatmung, Stütze. Jetzt wurde ich fotografiert. Strange. Mal kurz zum Bewegen wie ein Baum übergehen.
schon meinen Baum stehen und komme langsam zur Grundstellung. Wunderbar, eine Anfangssequenz. Die Feuchtigkeit ist echt. Es sollen angeblich 8 Grad sein.